bin Viktor, 24 Jahre alt. Schon früh habe ich mich für Flugzeuge interessiert und deswegen 2011 mein Maschinenbaustudium angefangen. Momentan schreibe ich an meiner Bachelorarbeit und danach habe ich vor, meinen Master zu machen. Mit Hilfe der Sparkasse kann ich mir mein Studium finanzieren. Besonders praktisch ist für mich, dass ich von überall meine Konten verwalten kann. Mit dem Online-Banking vom Smartphone aus bin ich jederzeit und überall über meine Finanzen auf dem Laufenden und kann Überweisungen tätigen, ohne dabei in die Filiale zu müssen. Rot-Weiß Remscheid, die Herren 40 sind deutscher Meister. Erstmal herzlichen Glückwunsch, die Herren. Danke, danke. Super gespielt. Ja, da gibt es auch mal einen Applaus. Bernd, vor einigen Jahren, als ihr das Projekt gestartet hattet, hättest du je träumen können, deutscher Meister zu werden, dass du den Pokal in deinem Arm hast? Nein, das war auch nicht unser erklärtes Ziel, als wir vor ein paar Jahren damit angefangen haben. Und dann hat sich das so im Laufe der Jahre entwickelt, dass wir echt viele super nette Spieler dazu bekommen haben, ganz nette Kerle. Und irgendwann, so vor ein, zwei Jahren, haben wir natürlich schon gesagt, die Mannschaft ist echt richtig gut. Da können wir mal das vielleicht probieren. Und dass das heute geklappt hat, ist natürlich ein Traum, keine Frage. Genau, ich gehe mal ein bisschen rum. Seng, soll es auf Deutsch machen? Ist auch ganz gut. Ja? Ja. Aber nochmal Glück gehabt. Ja, also. Auf Deutsch in Ordnung oder so? Ja, ja, auf Deutsch. Du hast viel erlebt in deiner Karriere, nicht nur du, sondern die anderen ja auch. Was bedeutet für dich, heute hier Herren 40 Deutscher Meister zu werden? Ja, viel, weil ich bin noch niemals Deutscher Meister geworden. Ich habe einmal Finale gespielt in Bundesliga. Und wegen mir, ich hatte mein Match verloren gegen Burgsmüller, hatte 3 oder 4 Matchpunkte. Und deswegen hatten wir verloren 5-4. So, ich bin froh, dass ich jetzt einmal Bundesliga... Ja, also, er hat was nachgeholt. Ich gehe mal nach außen. Die Katze, Carsten. Ja, Glückwunsch. Danke. Du hast in deinem Leben ja auch einiges erlebt. Bist jetzt ja einige Jahre bei den Remscheidern dabei. Was bedeutet für dich der Titel? Eine ganze Menge. Ich bin ja jetzt auslaufender 40er. Nächstes Jahr darf ich ja in die 50er wechseln. Und ja gut, in der aktiven Zeit, genauso wie Seng, nie Deutscher Meister gewesen. Einmal mit den Herren 40 von Gürzenich damals, die ja jetzt die letzten Jahre unser größter Feind waren. Aber da hat es eben leider keinen Spaß gemacht. Und ich glaube, heute Abend macht es Spaß. Ich wünsche dir viel, viel Spaß. Du kannst es genießen. Ich gehe mal ganz, ganz weit rüber. Christian Schäfke ist ein tolles Wochenende gespielt. Gegen Larsson heute, das war ein geiles Match, fand ich. Ne? Am Ende noch super Tiebreak. Ja, ich sag mal, wenn man es gewinnt, ist es immer ein geiles Match. Ne? Also war richtig schwer. Also es hat mir total geholfen, dass Seng den Champions Tiebreak vorher gewonnen hat. Und dann hat kriegt man das überhaupt mit? Ja, ich hatte Schwierigkeiten, mich dann auf meinen zu konzentrieren, weil wenn er verliert, ist der Druck natürlich dann deutlich höher. Und so konnte ich ein bisschen entspannter spielen, weil ich wusste, wir sind schon so ein bisschen in den Doppeln und das hilft natürlich schon brutal. Genau, nochmal auch dir Glückwunsch. Ich gehe nochmal rüber. Dick, German or English? Better, what's better? English is better. English is better. You were a little unlucky yesterday, I felt, against Uli Rach. You won an important one in the morning. Yeah, I was happy to win today because I had already a couple of tough losses. A lot of like tie breaks I lost against French guys and yesterday. And finally, I won the important match in the final. I was happy to get the points for Remscheid. And you were happy the others won the doubles, so you didn't have to play the whole doubles match, huh? Well, we were... You were on a good way. Where's my super partner? Franco Maia. Franco Maia. My super partner and me, we were like playing dream tennis, like PlayStation doubles tennis. Yeah. But that's true, that's true. And we wanted to keep on playing, but... Ja, that was it. War der Druck größer bei dir jetzt, nachdem du ja dein Einzel verloren hattest? Hattest du selber dann Druck gemacht? Und Druck habe ich mir jetzt nicht gemacht, aber ich habe natürlich gehofft, dass es ganz gut läuft. Gerade wenn man so ein wichtiges Einzel dann verloren hat, ist es natürlich auch nicht so einfach, in die Doppel zu gehen. Und ja, wir hatten einen guten Start und haben dann einfach toll gespielt. Glückwunsch nochmal, 6-1 ja. Im ersten, also super Satz gespielt ihr beide heute. Im zweiten Jahr. Ja, aber dann wollte ich ja nicht mal weiterspielen. Ja, er wollte. Ah, okay, ja, gut, okay. Bart, alle 4 Spiele gewonnen, oder? An diesem Wochenende, wenn ich jetzt nicht falsch bin, ne? Ja, das
Das, ja, stimmt. Mein Deutsch. Wolltest du mal gesagt haben, was? Ja, ich bin dieses Jahr richtig gut raus, letztes andere Jahr auch. Es gefällt mir hier in Deutschland zu spielen und speziell hier in Remscheid. Und dann geht alles so. Rückhand, alles. Rückhand, so. Ja. Ach so. Wir üben das nochmal. Ja, nächstes Jahr kannst du dann nochmal üben. Ich gehe nochmal, auch die Remscheider Jungs, ihr seid ja alle hier dabei. Ja, wir haben ja viel Spaß gehabt beim Kommentieren. Gestern ein bisschen traurig gewesen. So. Aber heute hat es richtig Spaß gemacht, oder? Ja, heute war ein super Tag. Gestern war schon ein super Tag. Der Henne hat es eben gesagt. Gestern haben wir zweimal Champions Tiebreak verloren. Aber im Nachhinein haben wir heute die wichtigen Champions Tiebreaks gewonnen, nämlich der Christian und der Sien. Und ja, das war einfach sensationelles Tennis. Man wusste heute, glaube ich, gar nicht, wo man hingucken sollte. Genau. Ihr habt vorhin den Platz ja richtig wieder auf Vordermann gebracht. Man hätte es ja nicht gehört. Ich habe ein Foto gemacht. Ja. Das sah hier aus wie eine Seenlandschaft. Also das konnten Leute nicht glauben. Viele Leute haben das ja bei uns im Livestream gesehen. Wir haben es ja einfach mal laufen lassen. Aber danach, Udo ist schon weggerannt. Hat ja auch einen super Job gemacht. Ja, habt ihr alle Udo hat einen sehr guten Job gemacht. Ja, Udo. Der Udo ist unser Platzmeister. Du hast ja, also du hast ja wirklich, wie du das immer schwenkst, und dann wieder den Sand auf den Platz bringt, also das ist ja eine Kunst. Gelernt ist gelernt. Also da könnt ihr euch bei ihm bedanken, er hat einen super Job gemacht. Definitiv. Ja, ein bisschen unterstützen halt eben wollte halt jeder, ich natürlich dann auch. Und weil ich mich mit dem Plätzen ein bisschen auskenne, habe ich das natürlich auch versucht, da ein bisschen mitzuhelfen. Und du hast versucht, danach den Platz wieder sauber oder trocken zu kriegen. Natürlich. Und wir haben natürlich auch Glück gehabt, dass die letzten zwei Wochen nicht so geregnet hat. Und das war natürlich von Vorteil, dass sie noch mehr gesaugt haben. Jetzt musst du nur gucken, jetzt ist ein bisschen Sekt auf dem Platz. Ja, jetzt der Platzwart morgen. Ach so, hast du ja, nichts mehr mit zu tun. Jetzt seid ihr durch. Jetzt komme ich nochmal zurück, Bernd, zum Abschluss nochmal. Oder, nee, Frank habe ich auch noch nicht gefragt. Entschuldigung. Auch einer. Genau, aber das hat richtig Spaß gemacht. Also auch mit Volker, mit dir. Wie ist das denn eigentlich, wenn man so eine Perspektive hat und einmal darüber sprechen muss? Wie war ja, das für dich? Also für mich war das ja auch neu. Und aber ihr habt mich super eingebunden als Moderator und war immer ein super Platz, einen besseren Platz gab es da oben kaum, auf dem Platz M und hat super Spaß gemacht, das zu begleiten und ja, von daher, ich glaub, also ihr super toll. Machen. Frank sagt, ja. Ihr sollt mal Stimmung machen. Ja, hey! Also eine tolle Erfahrung, das von da oben zu begleiten und einfach ein tolles Erlebnis. Genau. Henna, du warst noch nicht dran, ne? Komm mal her, bitte nach vorne. Wir machen ja alle, wenn wir alle machen. Ich habe mich doch gar nicht getraut, mit dir zu kommentieren, weil du so professionell bist. Dankeschön, hat also, Spaß gemacht mit euch. Ich bewundere immer deine Interviews, die du mit den Mannschaftskameraden führst. Bin schwer begeistert und habe mich nicht getraut, mich neben dich zu setzen zum Kommentieren. Aber jetzt, was bedeutet das für dich? Du bist ja auch schon seit Jahren dabei, deutscher Meister. Ja, ich glaube, vor 8 Jahren haben Kö und ich zusammengesessen im El Rey, wenn ich mich richtig erinnere. Und haben gesagt, okay, die letzte Saison mit Herren 30 war bitter, 6 Spieler, davon immer 2 verletzt. Und dann haben wir gesagt, die 6 Kernremscheider versuchen wir zusammenzuholen und uns dann punktuell zu verstärken. Inzwischen ist das punktuell so viel geworden, dass wir 6 andere spielen lassen, aber so ist das nun mal im Leben. Also insofern ist das ein wunderbarer Höhepunkt und Abschluss auch für eine 8-jährige super Sache, die wir hier zusammen aufgebaut haben. Ja, Glückwunsch auch an dich und Bernd, als komm mal in die Mitte nochmal, der Pokal, ne? Wunderschön. Das ist die Frage, darf er damit schlafen oder nimmt ihn das jemand weg? Darfst du nach Hause nehmen oder muss er das abgeben? Ja. Also okay, wir gucken mal, wer was weiß, wenn ihr dann ein paar getrunken habt, aber dieses Projekt, Rot-Weiß, Herren 40. Wir haben das ja auch einige Jahre begleitet und gesehen. Zu Anfang war es ja auch nicht so einfach, als ihr in der Regionalliga hochgekommen seid. Ist das ein Ende des Zyklus oder macht ihr erstmal wieder weiter? Weil die Frage muss ja auch gestellt werden. Ja klar, die Frage stellen wir uns letztendlich jedes Jahr. Leider werden wir alle älter. Katz hat es ja eben schon angesprochen. Auch er wird irgendwann mal 50. Sieht natürlich aus wie Anfang 30. Von daher bewerten wir das jedes Jahr neu. Und jetzt feiern wir heute erstmal den Erfolg und genießen den heutigen Abend. Und nächste Woche und in den nächsten Wochen schauen wir mal, in welche Richtung das geht. Da gibt es natürlich ein paar Optionen, das ist so.
Aber heute ist erstmal der Sieg und der Titel das Allerwichtigste. Und das feiern wir mit unserer geilen Mannschaft hier. Ich wünsche euch allen nochmal toi toi toi, herzlichen Glückwunsch. Herren 40, Rot-Weiß, genau. Ich glaube, die Damen wollen feiern. Und wir hatten ein schönes Wochenende. Genau. So, also hier, das der deutsche Meister Rot-Weiß Remscheid, Herren 40. Es war ein geiles Wochenende. Danke und viel Spaß, Jungs, beim Feiern. Dankeschön. Danke.